Danke. Sehr schön. Danke. Die Dinge haben mich überrascht, dass du nicht dem warst. Ja, die sind ja oft. Ich stehe eigentlich immer. Llegamos al final de este nutrido programa de este cuarto congreso internacional PIGTE de la ALEF y tenemos el gusto de recibir y de darle la palabra al profesor doctor Robert Zeller, que es profesor en la Ludwig Maximilian Universität de Zürich. Y lo que vamos a mencionar es su más reciente publicación, que es el PIGTE Companion de Cambridge, y es una muy buena noticia porque finalmente el PIGTE también tiene un companion. Creo que nos transforma, es una batalla ganada en el mundo editorial. Y bueno, pues yo suelo leer esto, Pablo, la compilación y la dirección del volumen. Va a salir publicado en diciembre, pero aparentemente si se realiza la compra directamente en Cambridge, hay un precio especial de preventa, así que es algo que se puede aprovechar. 25 dólares, que es un muy buen precio. This is a prenatal special. No es pequeña la tarea de publicar y de poner a PIGTE en otras lenguas y de transformarlo en un autor estudiado seriamente, y creo que mucho de eso le debemos al profesor, y seguramente este libro también es parte de esa nutrida trayectoria de publicaciones con las que contamos. Así que bueno, les doy la palabra y le agradezco mucho haber venido y participado tan activamente y tan amistosamente en este congreso. Gracias. Thank you so much, Ximena, for not only the introduction but also for inviting me together with Emiliano for this event. And it has particularly struck me as fruitful because of the interference between a fairly focused group that works on a single author, Fichte, Aleph, to use the Hebrew first letter rather than the Aleph pronunciation, and on the other side, a group that is much more widespread and comparative in its approach, local in actual composition, study group here at Buenos Aires on classical German philosophy. And I think it also is a very important general mode of approach to address the author that we are mainly working on in a comparative and contrastive context, as we have done it already explicitly, even by references back as far as Spinoza, forward as far as Benjamin, and of course continuously to Kant on one side and to Fichte and Hegel on the other side. I also would like to express my thanks to Hector for doing a great job here on translating this piece into Spanish, so that I can now switch to German and you can read the projected version in the Spanish translation. I must say that a lot of the things that I'll mention will sound familiar after our 3 days of meeting here, so this reminds me of the joke that everything has been said, but not by everyone. Der Vortrag erörtert Fichtes Vorhaben einer angewendeten Philosophie, die philosophisches Denken, Spekulation, von außer vor wie nach philosophische Wirklichkeit, Leben, in ihrer intrinsischen Verschränktheit reflektiert. Der Fokus liegt auf den von Fichte selbst so angekündigten Vorträgen verschiedenen Inhalts aus seinem letzten Lebensjahr, der posthum publizierten sogenannten Staatslehre von 1820 publiziert, die den faktisch letzten Darstellungsstand der Wissenschaftslehre in die philosophische Grundlegung von Geschichte, Recht, Religion und Politik integriert. Die im Titel des Vortrags benannte Konjunktion von System und Leben erweist sich im Hinblick auf Fichte und speziell auf Fichtes Spätwerk, wie es exemplarisch und repräsentativ in der Staatslehre vorliegt,
als reziproke Implikation von lebendig gestalteter Philosophie und philosophisch geprägtem Leben. Der Vortrag porträtiert Fichtes im eminenten Sinne praktische Philosophie in vier Abschnitten zum Verhältnis von System und Kritik, von System und Selbstkritik, von System und Leben sowie von reiner und angewendeter Philosophie. Im Mittelpunkt des Interesses steht durchweg die vitale Validierung des Wissens beim späten Fichte, die als sein philosophisches Vermächtnis anzusehen ist. Erstens System und Kritik. Unterscheidend von Kritik und System ist kantischen Ursprungs ihre Umdeutung in einen Gegensatz, ein nachkantisches Manöver. In der Einleitung in die Kritik der reinen Vernunft, bei der Einführung der Idee einer besonderen Wissenschaft unter dem Namen einer Kritik der reinen Vernunft, hatte Kant zwischen der als solcher kompletten Grundlegung der Transzendentalphilosophie in Gestalt einer Kritik der reinen, bloß theoretischen, spekulativen Vernunft und dem darauf aufbauenden System der Transzendentalphilosophie unterschieden. Die Fundierung durch die Kritik der reinen Vernunft gab er dabei als in sich vollständig aus, die eventuelle systematische Ausgestaltung als ein eher unkompliziertes publizistisches Projekt, das nach Art der schulphilosophischen Lehrbücher auszuführen sei. Bekanntlich hat Kant selbst die fakultative Vollständigung der ersten Kritik zum System der Transzendentalphilosophie nie vorgenommen. Doch hat er ebenfalls zu Beginn der Kritik der reinen Vernunft, aber erst in deren zweiter Auflage, eine weitere Unterscheidung zwischen Kritik und System ins Spiel gebracht, deren zumindest partielle Ausführung er später selbst vorgenommen hat. In dieser zweiten einschlägigen Unterscheidung steht der Kritik, genauer der Kritik der reinen Vernunft, die auf deren Grundlage errichtete Metaphysik der Natur sowohl als der Sitten, Zitat, gegenüber. Zwar hat Kant ein separates System der Natur nicht mehr vorgelegt, von den die Ankündigung prädatierenden metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft und den verzweifelten Versuchen in diese Richtung im Postpostumum einmal abgesehen. Doch liefert die späte Metaphysik der Sitten die Einlösung des zweiten der beiden Teilprojekte für ein kritisch gegründetes philosophisches System. Das kann selbst dann auch System der Freiheit nennen. Schließlich ist das Verhältnis von Kritik und System bei Kant nicht beschränkt auf die sachliche Sequenz im Rahmen einer philosophischen Architektur. Mit System bezeichnet Kant nämlich nicht nur ein philosophisches Gedankengebäude, im Hinblick auf dessen verlässliche Fundierung und umfassende Ausführung, sondern auch, in Aufnahme eines schulphilosophischen Wort- und Begriffsgebrauchs, eine philosophische Grundkonzeption, Lehrbegriff, wie er das auch nennt, deren problematische oder assertorische Voraussetzung es erlaubt, philosophische Probleme umfassender Art grundsätzlich zu lösen. In dieser doktrinalen statt architekturalen Bedeutung ist Kants System des transzendentalen Idealismus. Ist Kants System das des transzendentalen Idealismus, den er in Reaktion auf frühe Missverständnisse auch den formalen oder kritischen Idealismus nennt. Während also der architekturale Begriff des Systems bei Kant die Differenz von Kritik qua Probedeutung und Präparation und System qua Exekution und Elevation impliziert, fallen in seinem doktrinalen Begriff des Systems Kritik qua Kritizismus und System qua kritische Philosophie zusammen. Transzendentalphilosophie ist für Kant sowohl nach ihrer Grundlegung, Kritik, wie nach ihrer Ausführung, System, kritische Philosophie. Philosophie auf der Grundlage des Lehrbegriffs des transzendentalen Idealismus. Kants Nachfolger, die Vertreter des deutschen Idealismus, übernehmen die architekturale Differenz von propedeutischer Kritik und enzyklopädischem System von Kant, verwandeln sie aber zugleich in einen Gegensatz. Dabei wenden sie Kants Selbstinterpretation der Kritik der reinen Vernunft als einer bloßen Propedeutik für das noch zu liefernde System gegen ihn, um ihm die, wenn nicht prinzipielle, sondern auch faktische Selbstbeschränkung auf die Kritik statt auf das System zunächst zuzuschreiben und sodann vorzuhaben. Der so auf propedeutische Kritik reduzierte Kant ließ sich dann vorzüglich in Anspruch nehmen für das eigene, spezifisch nachkantische Unternehmen, das noch ausstehende System der Philosophie zu liefern, sei es als Wissenschaftslehre, Fichte, als Philosophie des Absoluten, Schelling oder als Philosophie des Geistes. All den Anspruch und Gestus, über das kritische Werk Kants eigens und originell hinauszugehen, sind die nachkantischen Vertreter der klassischen deutschen Philosophie aber auch immer wieder bereit, ihre Verpflichtung, um nicht zu sagen ihre Verschuldung, gegenüber Kants Vorleistung einzugestehen und anzuerkennen. Hier ist es insbesondere Fichte, der schon früh, durchweg und noch bis in seine letzte Zeit hinein
nicht nur als wesentlichen Kant, nicht nur als wesentlichen Vorläufer und Anreger für das eigene philosophische Werk benennt, sondern sogar die essentielle Identität zwischen dem kantischen Jungtim von Idealismus und Kritizismus und der eigenen Lehre vom Vorrang des Wissens gegenüber dem Ich, der Erkenntnis gegenüber dem Sein und des Soll gegenüber dem Ist bekräftigt. Insbesondere teilt Fichte Kants Dissoziation des idealistisch ausgestalteten Kritizismus, des kritisch-historischen Idealismus, von einem als transzendentalem Realismus demaskierten und deklassierten Dogmatismus. Fichtes gekoppelte Gleichsetzung von Kritizismus und Idealismus, von Dogmatismus und Realismus, lässt ihn so von Anfang an und bis zum Ende alle nicht exklusiv idealistische Philosophie, darunter vor allem die Naturphilosophie Schellings, aber auch den logischen Realismus Vanillis oder den Populismus von Friedrich Nicolai als falsche Philosophie oder Unphilosophie auffassen. Mit Kant teilt Fichte von seinen Züricher und Jena Anfängen bis in seine späte Berliner Zeit auch das strategische Zeugma von kritischer Transzendentalphilosophie und kritischer Moralphilosophie. Auch wenn das komplizierte System der Freiheit, eine Programmformel, die sich eben bei Kant wie bei Fichte findet, bei beiden Philosophen unterschiedlich ausfällt, stimmen Kant und Fichte überein in der ultimativen Ausrichtung der theoretischen Philosophie auf die praktische Philosophie, des Erkennens und des Wollen, des Denkens und des Tun, des Gegenstandsbegriffs und des Zweckbegriffs und der Sinnenwelt auf die Sinnenwelt. Bei Kant wie bei Fichte ist der reklamierte Primat des Praktischen, den die beiden allerdings unterschiedlich auffassen und ausgestalten, nicht reduktiv und monopolistisch, sondern Ausdruck einer normativen Ordnung und Interessenhierarchie, die das Denken in den Dienst des Handelns, die Gegenstandsbestimmung in den Dienst der Willensbestimmung und die Objekterkenntnis in den Dienst der Freiheitsverwirklichung stellt. Über den doktrinalen Konsens zwischen Kant und Fichte bei der Engführung von Kritizismus und Idealismus hinaus folgt Fichte auch der Praxis Kants, das eigene originelle Denken durch eine präliminare Reflexion methodischer und methodologischer Art, die Fichte dann eigens Kritik nennt, einzuführen. Beim frühen wie beim späten Fichte findet sich zusätzlich zum Kernvorhaben der aktualisierten, arrondierten Transzendentalphilosophie, der Wissenschaftslehre, wie er sie nennt, und dieser Perspektive insbesondere der Wissenschaftslehre in Zweckje, ein ganzes Korpus von Werken, mit denen in die kritisch-idealistische Prima Philosophia gezielt introduziert werden soll. Die kritische Protophilosophie umfasst bei Fichte verschiedene Textsorten, Einleitungen in die Wissenschaftslehre im engeren und eigentlichen Sinn, Abhandlung der für die Wissenschaftslehre relevanten psychologischen Fakten, Tatsachen des Bewusstseins, differenzielle Behandlung des rein logischen und des spezifisch transzendentalen Denkens, transzendentale Logik. Fichte geht mit Kant auch darin konform, den Kritizismus der als Wissenschaftslehre fortgeführten Transzendentalphilosophie nicht so sehr an distinkten Doktrinen als an einer generellen Geisteshaltung und gedanklichen Gesinnung, einer Denkart, wie Kant das nennt, festzumachen, die das eigenständige Denken in Absetzung von Tradition, Konvention und Vorurteil fordert und fördert. Der aufklärische Impuls des kantischen Denkens, des kritischen Denkens allgemein, gilt dabei nicht nur der für die Form philosophischer Praxis, die im Selberdenken bestehen soll, sondern umfasst auch die Gehalte selbstständigen Philosophierens. In Fortführung des als Vico-Prinzip bekannten Forschungsgrundsatzes, der das als richtig Erkannte und das Selbstgemachte, Währung und Faktum, für konvertibel erklärt, verbinden Kant wie Fichte das Erkennen und das Wissen und binden es an das Selbermachen und das Selbsttun. Für Fichte, der darin Kant fortführt, ist der kritische Idealismus performativ und angelegt auf Tätigkeit, die überdies eigene Tätigkeit sein soll und zielt theoretisch auf Spontaneität und praktisch auf Freiheit. Zweiter Abschnitt, System und Selbstkritik. Das enge Verhältnis und die inhaltliche Identität von Kritik und System bei Fichte betreffen nicht nur die Binnenstruktur des kritisch begründeten Systems der Philosophie. Kritisch ist auch das Selbstverhältnis der Philosophie bei Fichte. Als kritische Philosophie ist die Wissenschaftslehre in eins Selbstkritik, reflexiv-produktiv bezogen auf die Möglichkeiten und Grenzen ihrer gedanklichen Leistungsfähigkeit. Auch in dieser Perspektive fungiert für Fichte Kant als Präzedenzfall und Vorbild. Die kritische Philosophie ist bei Kant wesentlich die Selbstkritik der Vernunft. Von der Transzendentalphilosophie im engeren Sinn über die kritische Moralphilosophie zur kritischen Kunst- und Naturphilosophie. In all diesen drei Kritiken dann geht es Kant um den Ursprung, die Möglichkeiten und die Grenzen des Vernunftgebrauchs im Allgemeinen und des erfahrungsfreien, reinen Gebrauchs der Vernunft im Besonderen. Bei Fichte wird die philosophische Selbstkritik Programm und Methode.
Wissenschaftslehre soll die ersten Prinzipien allen Wissens ermitteln und dabei die eigene Wissensform gleich mitbegründen. Künstliche Konzepte wie Sätzen, Tathandlung und intellektuelle Anschauung und Begriffsbildungen wie geistiges Sehen und inneres Auge dienen der strategischen Selbstrechtfertigung der Wissenschaftslehre als eines an ihm selbst evidenten Männerwissens von den letzten Gründen und ersten Anfängen allen Wissens samt der darin involvierten Gegenstände. Auch die Differenzierung des artifiziell artikulierten generischen Subjekts von Denken und Handeln, ich, von dessen individuell konkreter Instanzierung durch ein je besonderes Selbst, gehört zur selbstkritischen Situierung der Wissenschaftslehre jenseits, vielmehr diesseits, von Psychologie und Anthropologie. So wie das Ich der Wissenschaftslehre nicht mit dem Einzel ihres Autors zu verwechseln ist, handelt die Wissenschaftslehre nicht von einem anderen Einzel-Ich, sondern adressiert einen identisch invarianten, ungegenständlichen Träger von Wissen und von wissensbasiertem Wollen, zu dessen Erkennen und Anerkennen die Wissenschaftslehre anleiten soll. Vor allem aber erweist sich die selbstkritische Dimension der Wissenschaftslehre in deren fortgesetzter Verwandlung durch ihren Urheber, der die transzendentale Prinzipienlehre des Wissens über zwei Jahrzehnte weg immer wieder und immer wieder anders darstellt. Äußerer Anlass für die veränderte Präsentation sind zunächst die Missverständnisse und Fehleinschätzungen, die der Wissenschaftslehre in der ersten, frühesten publizierten Form, der Grundlage, zuteil werden. Die daraufhin vorgelegte neue Darstellung, aus den folgenden Jahren 96 bis 99 begegnet dem individualpsychologischen Fehlverständnis des transzendentalen Ich durch die Zurückführung von prinzipieller Ichheit auf ein rein praktisches Selbstverhältnis, reines Wollen, und durch die Rückführung von Individualität auf Sozialität, Stichwort Geisterwelt. Dramatischer und geradezu traumatisch wirkt auf nichts weiteres wirken das atheistische Fehlverständnis seines moralphilosophischen Gottesbegriffs. Atheismus schreibt, das ihn indirekt und mittelbar um Amt und Würden bringt und ihn zur Schriftskepsis im Hinblick auf die Vermittlung der eigenen avancierten Transzendentalphilosophie gelangen lässt. Nach 1799 verzichtet Fichte praktisch ganz auf die Buchpublikation seiner fortgesetzten Arbeit an der Wissenschaftslehre und beschränkt deren Bekanntmachung auf zahlreiche und umfangreiche Vorlesungsreihen, die er zunächst vor einem Privatpublikum, 1805 ausnahmsweise als Professor in Erlangen, sowie 1807 einmalig an der Universität Königsberg und ab 1810 als Professor an der neu gegründeten Berliner Universität hält. In den Jahren von 1800 bis 1814 trägt Fichte die Wissenschaftslehre nicht weniger als 12 Mal vor und immer wieder anders, mit wechselnder Terminologie und Konzeptualität, mit unterschiedlichem Aufbau, mit abweichenden historischen, systematischen Referenzen. Die ebenso serielle wie variative Präsentationsform der Wissenschaftslehre trägt dabei nicht zuletzt der sich verändernden philosophischen Diskurslage im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts recht. Fichte greift gezielt auf Ausdrücke und Begriffe zurück, die dem Arsenal seiner Konkurrenten und Opponenten entstammen. Vom Begriff des Lebens bei Jacobi bis zum Begriff des Absoluten bei Schelling. Ohne deshalb mit diesen Autoren übereinzustimmen, assimiliert Fichte den eigenen Diskurs an die philosophische Gesprächs- und Gedankenlage der Zeit, in der Absicht auf diese Weise über seine inzwischen historisch gewordene Anregerrolle für den nachkantischen Idealismus hinaus im philosophischen Gespräch zu bleiben und weiterhin gedanklichen Einfluss auszuüben. Doch als Fichtes Strategie der fortwährend veränderten Darstellung der Wissenschaftslehre über die okkasionelle und opportunistische Anleihe bei fremden Theoremen hinaus auch tiefere methodische Gründe und weitreichende systematische Folgen. Als Konsequenz ihres eminent kritischen und speziell selbstkritischen Charakters ist die Wissenschaftslehre für Fichte keine fertige Doktrin, die in fixer Form niedergelegt und verwaltet werden könnte. Das eigentümliche Element der Wissenschaftslehre ist für Fichte nicht der feste, rigide Buchstabe, sondern der bewegliche, flexible Geist. Deshalb dient die Darstellung der Wissenschaftslehre nicht der Instruktion und Indoktrination, sondern der Initiation und Inspiration. Die Wissenschaftslehre richtet sich nicht an passive Rezipienten, sondern an spontane Mitvollzieher und Mitverwirklicher eines philosophischen Denkens, das wesentlich im Vollzug seiner selbst und im je individuellen, ganz eigenen Erwerb von Einsichten besteht. Mit der immerfort veränderten Darstellungsform der Wissenschaftslehre trägt Fichte deren Kernerkenntnis Rechnung, dass Fichte nicht in der, das Wissen nicht in der Widerspiegelung vorgeblicher Tatsachen, sondern in der Hervorbringung normativer Gebilde besteht, gesollter Gegenstände, die als Objekte und Dinge in theoretischer Absicht oder als Ziele und Zwecke in praktischer Einstellung zu erkennen und anzuerkennen sind. Doch gilt das über die Wissenschaftslehre waltende Wiederholungstabu nicht nur im Hinblick auf ihr Publikum, das primär hören und zuhören und erst sekundär
nachträglichen Substitutiv lesen und nachlesen soll, auch Herr Fichte selbst repräsentiert die Repetition und Reglementierung des bewegenden Denkens, das darüber zum arretierten Gedanken zu werden droht, eine kognitive Gefährdung. Um die immer zu gewärtigende Objektivierung und Positivierung des eigenen selbstständigen Denkens zu vermeiden und der genuinen Agilität des Denkens gerecht zu werden, bedarf es des fortwährenden Wechsels in der Wiedergabe der Wissenschaftslehre. Kein Begriff darf sich verfestigen, keine Einsicht soll sich fixieren, kein Gedankengang gelieren. Das Erfordernis von Veränderung auf der Seite von Produzent wie Rezipient bringt in die Wissenschaftslehre eine intrinsische Dynamik. Nichts darf einfach wiederholt werden. Die Form der Darstellung muss laufend verändert werden, damit ihr Inhalt, der geistige Gehalt der Wissenschaftslehre als solcher erhalten bleibt. Doch ist Alteration und Variation nicht auch schon Progression und Perfektionierung? Damit der Wandel Fortschritt und die Änderung Entwicklung wird, braucht es eine gezielte Bewegung und einen Maßstab für die Zubewegung auf das Ziel. Der angestrebte Zielzustand der Wissenschaftslehre darf nun aber wiederum kein finales Produkt sein. Eine endgültige Darstellung kann es nicht geben, wohl aber die gezielt fortgesetzte Bemühung um die effektive Wiedergabe des Kernkonzepts der Wissenschaftslehre vom kritisch-idealistischen Charakter des Wissens als solches. Wenn so die Wissenschaftslehre ihrem Wesen nach nicht Ergon ist, sondern Energia, nicht Opus, sondern Operari, nicht Werk, sondern Wirken, dann bei der Annahme eines Entwicklungsgangs in der chronologisch manifesten Abfolge ihrer verschiedenen Darstellungen. Den späteren Darstellungen mögen Einsichten und Erfahrungen zugrunde liegen, die früheren Versionen unbekannt sind. Doch dürften dies eher Einsichten und Erfahrungen im Blick auf die Möglichkeiten und Grenzen in der Darstellung der Wissenschaftslehre sein und weniger solche, die der Wissenschaftslehre selbst und als solcher gelten, ihren essentiell identischen, methodisch-doktrinalen und systematischen Kern als reiner Prinzipienlehre alles Wissens, der alles Gewusstes, samt den darauf basierten Handlungen. Der gegenteilige Eindruck einer dramatischen Entwicklung der Wissenschaftslehre selbst und als solcher, namentlich ihre Fortentwicklung von kritischer Transzendentalphilosophie zu postkritischer Metaphysik oder gar antikritischer Mystik, der sich früheren Interpreten und Exegeten ergeben haben mag, geht auf eine hochgradig selektive Lektüre von Texten und Textteilen zurück, durch die komprehensive und kontinuierliche Gedankengänge zu doktrinalen Äußerungen dogmatischer Art verformt werden. So wie das Work in Progress der Wissenschaftslehre keinen faktischen Endzustand kennt, verbietet es auch die Fixierung auf eine einzelne Darstellung, macht diese auch noch so sehr hervorragend durch die Originalität und Qualität der Präsentation. Es recht aber widerspricht es dem Geist der Wissenschaftslehre, Textteile eines umfassenden und fortlaufenden wichtigen Textes nach Art einer Doxographie künstlich zu isolieren und kunstvoll zu präparieren. Zur Exkulpation der früheren Versuche über den späten Fichte muss gesagt werden, dass bis vor kurzem, nämlich bis zum Abschluss der Johann Georg Fichte Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 2012, der volle Umfang und das ganze Ausmaß von Fichtes 20-jähriger Arbeit an der Darstellung der Wissenschaftslehre nicht absehbar und nicht ansehbar war. So konnte es scheinen, dass einzelne spätere Darstellungen, vor allem der monumentale zweite Vortrag der Wissenschaftslehre aus dem Jahr 2004, singuläre und finale, faktisch unüberbotene philosophische Leistungen liefern. Doch im komplexen Kontext, im kompletten Kontext der noch folgenden späteren Darstellungen der Wissenschaftslehre, wie auch der zahlreichen vorangegangenen Versionen, wird jede einzelne Darstellung der Wissenschaftslehre zu einer Station neben anderen, zahlreichen anderen, weiteren und auf einem Parcours, der nicht durch Steigerung und Emendation und sicher nicht durch Konversion und Retraktation, sondern durch Alteration und Variation gekennzeichnet ist. Dritter Abschnitt, System und Leben. Auch wenn die seriell variative Darstellungsform der Wissenschaftslehre keine einzelne endgültige Version und keine kontinuierlich aufsteigende Fortschrittsbewegung kennt, lassen sich in der Abfolge der insgesamt 16 Fassungen doch verschiedene Phasen ausmachen. Die ehemals übliche Zweiteilung in den frühen Wiener, den späten Berliner Fichte, muss allerdings im Licht der kritisch und komplettivierten Werke revidiert werden. Für die Jahre nach dem erzwungenen Weggang aus Jena, die Fichte mit wenigen Ausnahmen in Berlin verbringt, ist noch eine weitere Zweiteilung anzubringen, die im Hinblick auf die Vortragsfolge der Wissenschaftslehre zwischen den mittleren Jahren dort, etwa 1805, und den späteren Berliner Jahren, 1810 bis 14, unterscheidet, zu denen dann der Königsberger Vortrag der Wissenschaftslehre, 1807, überleitet. Die daraus folgende historische Abfolge von Frühphase, mittlerer Phase und Spätphase präsentiert sich auch systematisch als Dreiteilung mit je einem prominenten Konzept, das als Leitbegriff die detaillierten Darstellungen dienen. Vom Ich, absoluten Ich, bei
frühen Fichte über das Sein, das gute Sein, bei der mittleren Fichte zum Leben, absolutes Leben, beim späten. In allen drei Fällen und Phasen dient der jeweilige Leitbegriff zur konzeptuellen Artikulation der ultimativen Begründungsinstanz des Wissens im Hinblick auf seine Geltung, unabhängig von kontingenten Umständen und zufälligen Bedingungen auf Seiten der im Wissen faktisch involvierten Subjekte und Objekte. Die phasenförmige Dreiteilung der 16 Darstellungen der Wissenschaftslehre weist darüber hinaus eine Wiederholungsstruktur auf, die im Schema ABA oder vielmehr ABA' folgt. Nach dem frühen Fokus der Darstellung der Wissenschaftslehre auf der transzendentalen Ich-Lehre, in ihrem Doppelthema von Denken und Wollen oder Erkennen und Handeln, wechselt der Schwerpunkt der Darstellung der mittleren Fichte zur transzendental-logischen Auffassung des Wissens in seiner geltungstheoretischen, wie Fichte sagt, absoluten Qualität, um in den späten Darstellungen, den letzten, der Wissenschaftslehre wieder die praktische Prägung in Gestalt des Wollens in die prinzipielle Grundlegung des Wissens einzubeziehen. Die erste und die dritte Phase im Darstellungsgang der Wissenschaftslehre stimmen auch darin überein, dass in ihnen die Präsentation der Wissenschaftslehre mit systematisch zugehörigen Werken verbunden ist, die der Wissenschaftslehre im engeren und eigentlichen Sinne durch Vorbedeutung und Applikation zuarbeiten nachfolgen. Dies gilt insbesondere für die Ergänzung der frühen wie der späten Darstellung der Wissenschaftslehre durch je eine Rechts- und Sittenlehre. Dagegen stehen die mittleren Darstellungen der Wissenschaftslehre systematisch isoliert, ein Umstand, der wohl auf die fehlende Einbindung von Fichtes frühen Berliner Vorlesungen ab 1800 in ein universitäres Lehrprogramm zurückgeht, wie es ihm vorher in Jena und später dann wieder in Berlin den Rahmen für eine curriculare Gesamtdarstellung des Systems der Philosophie vorgegeben hat. In der triadischen Grobgliederung ihrer Darstellungsgeschichte manifestiert sich so eine Verlaufskurve, die dem Entwicklungsgang der dargestellten Wissenschaftslehre eine zyklische Gesamtgestalt verleiht. Der späte Fichte kehrt mit dem systematischen Jungtim von Leben, Wissen und Wollen auf der Grundlage seiner mittleren Phase mit ihrer Engführung von Wissen und Absolutem zu den zentralen Themen und primären Perspektiven seiner Frühphase zurück. Das repetitive Grundverhältnis zwischen den frühen und den späten Darstellungen der Wissenschaftslehre findet auch darin seinen Ausdruck, dass der späte Fichte eher summarisch und resümierend auf die Doktrinen und Details der früheren Fassungen, speziell der ersten und als einzige publizierten Version von 1794-95 verweist, ohne deren argumentative Akkuratesse und konstruktive Komplexität je wieder aufzunehmen. Beim späten, wie auch schon beim mittleren Fichte, tritt an die Stelle der frühen Vorliebe für Deduktion, Derivation und Demonstration eine Neigung zu Monotonie und Monothematik, die der eindringlichen Vergegenwärtigung zentraler Positionen und Notionen dienen soll. Der Extremfall von Abbreviatur und Kondensation beim späten Fichte ist die radikale Reduktion des gesamten Lehrbestandes der Wissenschaftslehre auf, wie er schreibt, einen Gedanken. Den Gedanken, dass das Wissen und nur das Wissen die Erscheinung des Absoluten sei. Doch dient die formelhafte Verkürzung von Fichtes Lebenswerk nicht eigentlich der argumentativen Einführung in die Fundamentaltheorie der späten Wissenschaftslehre, die sie auch nicht dabei ersetzen soll. Vielmehr dient die griffige Wendung der effizienten Memorisierung, auf deren Grundlage dann das kritische System der Wissenschaftslehre in ihr eigener Denkleistung konstruiert, rekonstruiert werden kann. Vor dem doppelten Hintergrund der frühen und der mittleren Darstellung der Wissenschaftslehre betrachtet, liegt der originelle Beitrag der späten Darstellungen der Wissenschaftslehre denn auch nicht im doktrinalen Details und spezifischen Ergänzungen, sondern in der kritischen Selbstinterpretation der Wissenschaftslehre im Allgemeinen und ihrer Lokalisierung im Verhältnis zur Außer-, Vor- und Nachphilosophischen Wirklichkeit, Leben im Besonderen. Stärker als in den vorangegangenen Darstellungen reflektiert Fichte in den späteren Vorträgen der Wissenschaftslehre auf Form und Art, aber auch auf Sinn und Zweck eines Philosophierens, das sich von der vitalen Wirklichkeit ebenso distinkt abhebt, wie es intrinsisch auf sie bezogen sein soll. Besonders greifbar wird die präterphilosophische Perspektive der Spätphilosophie bei Fichte in einem Vorlesungstext aus dem Jahr 1813, der die summarische Vorstellung der Wissenschaftslehre auf ihrem chronologisch späten und de facto letzten Darstellungsstand systematisch verknüpft mit der expliziten Applikation, Anwendung der Philosophie auf das Leben, der Wissenschaftslehre auf die Wirklichkeit, speziell in den Gebieten von Geschichte, Recht, Politik und Religion. Im Hinblick auf die in ihnen grundgelegte wie ausgeführte Fusionierung von purer und applizierter Wissenschaftslehre handelt es sich bei diesen erst nach Fichtes Tod unter dem inauthentischen Titel Die Staatslehre herausgegebenen Vorträgen um Fichtes philosophisches Vermächtnis, sein Opus Postum, das, wie in einem Brennspiegel, das systematische Anliegen Fichtes
in der Wissenschaftslehre nicht nur zum Ausdruck bringt, sondern auch einer Verwirklichung zuführt. Die reine und die angewendete Philosophie. Die summarische späte Darstellung der Wissenschaftslehre im Eröffnungsteil der Staatslehre greift durchweg die seit der mittleren Darstellungsphase der Wissenschaftslehre vorfindliche Auffassung des Wissens als Bildwesen auf. Mit der essentiellen Identifikation von Wissen und Bild artikuliert der späte, auch der mittlere Fichte schon, zum einen den eigens produzierten, frei fabrizierten Charakter des Wissens, das nicht mechanisch und automatisch schon Vorhandenes widerspiegelt, sondern gegenständliches Sein allererst und zwar selbstständig setzt oder eben bildet. Zum anderen impliziert die Gleichsetzung von Wissen und Bildung den abgeleiteten statt ursprünglichen Charakter der Gegenstände des Wissens, die erst im und durch die bildende Leistung des Wissens zustande kommt. In den der mittlere und der späte Fichte den von Anfang an geltend gemachten kritischen Idealismus der Wissenschaftslehre als Idolismus und Imagismus ausformuliert, vermag er zugleich den alternativen Realismus und opponierten Dogmatismus als Verwechslung von Bild und Ding zu demaskieren. Doch wichtiger noch als die innerphilosophische Auseinandersetzung über die Grundgestalt der Philosophie, ob Idealismus oder Realismus, Kritizismus oder Dogmatismus, ist für den Bildbegriff der späten Fichte die Verwechslung von Bild und Ding durch das vorphilosophische Bewusstsein und dessen natürliche Weltsicht. Was dem natürlichen Bewusstsein als eine Welt von unabhängig vom Bewusstsein von ihnen existierenden Gegenständen erscheint, System von Dingen, erweist sich in kritischer Reflexion als eine Ordnung von im Wissen, durch das Wissen und für das Wissen gesetzten Erscheinungen, System von Bildern. Doch der späte Fichte belässt es nicht bei der kritischen Reduktion von Gegenständen auf Erscheinungen und von Dingen auf Bilder. An die kritische idealistische Reduktion des Dingsystems auf das Bildersystem schließt sich nämlich in der späten Darstellung der Wissenschaftslehre, wie sie in der Staatslehre vorliegt, die weitere Rückführung der Bilderdinge auf die Gesetze ihrer Generation an. Das generische Gesetz von Bildbildung oder Gegenstandsgeneration wird von Fichte als selber bildlich beschaffen aufgefasst, als Bild überhaupt, wie er es nennt, oder Urbild für die Bildung von Bildern. Kritische idealistische Einsicht in den derivativen Status vermeintlich selbstständiger Dinge als bloß nach Gesetzen generierter Bilder ergänzt und emendiert die faktische Erkenntnis der natürlichen Weltsicht durch die genetische Erkenntnis der philosophischen Weltsicht. Streng genommen haben wir Fichte weder das System von Dingen noch das System von Bildern bestanden. Eigentlich gibt es nur die Gesetze, als deren Manifestation, wie ich das Ausdruck habe, der Ersichtlichkeit, die Dingbilder oder Bilddinge anzusehen sind. Der gestufte Rekurs von den Dingen auf die Bilder und von den Bildern auf die Gesetze terminiert beim späten Fichte und exemplarisch so in der späten Staatslehre in einem seinerseits zweifach gestalteten Gesetzesbegriff. Zunächst handelt es sich bei den Gesetzen, durch die die Bilderdinge allererst entstehen, um die Gesetze der natürlichen Ordnung und ihrer Objekte, Naturgesetze. Das auf dieser Stufe zu lokalisierende Denken über die Dinge gilt Fichte aber als defizitär. Der Rekurs auf Naturgesetzlichkeiten wiederholt für Fichte im Hinblick auf die operativen Gesetze die zuvor schon monierte Fixierte des dogmatischen Denkens hinsichtlich der vorgegebenen Faktizität der Dinge. Die defizitär dogmatische Überhöhung der Naturgesetze zu Gesetzen schlechthin, eigentlich eine Unphilosophie, kennzeichnet der späte Fichte mit der dem frühen Schelling entlehnten Programmformel Naturphilosophie, die dabei für das falsche dingliche Denken im Allgemeinen und für die Verdinglichung der Natur zur unhintergehbaren Instanz von Gesetzes- und Bildgebung im Besonderen steht. Für den kritisch-idealistischen Ansatz der Wissenschaftslehre ist es dagegen charakteristisch, über die Gesetzlichkeit der Natur hinauszugehen auf eine andere Art von Gesetz, die nicht bloß blind wirkt, sondern die durch Natur und Überlegung zum Einsatz kommt, als praktisches Gesetz, sittliches Gesetz. Dass das Handeln regelt und darüber hinaus, dank der Vermittlungsleistung des Willens, das Handeln auch bewirkt. Im Verhältnis zur Gesetzlichkeit des Wollens und Handelns ist für den Fichte der Staatslehre die Gesetzlichkeit der Natur und ihrer Gegenstände nun die materielle natürliche Grundlage, Stoff und Sphäre, wie er sagt, für außer- und übernatürliche, sittlich dimensionierte Tätigkeit. Nach Fichtes antidualistischer Auffassung ist so das Materiale nur das Funktionale gegenüber für das Spirituale, dem es ebenso entgegensteht, wie es ihm entgegenkommen kann und soll. Mit dem Aufstieg von der natürlichen Naturgesetz, von der natürlichen Gesetzlichkeit zur sinnlichen Gesetzlichkeit geht beim späten Fichte der Staatslehre der Übergang vom Theoretischen zum Praktischen, von der Objekterkenntnis und Gegenstandsbestimmung zur Zwecksetzung und Willensbestimmung einher.
als praktisches Wissen drängt das Wissen zum Wollen und Handeln nach Maßgabe Wollens und Handelns spezifischer Normen, eben des Gesetzes. Definitorisch für die Gesetzlichkeit des Wollens und Handelns, im Unterschied zur Gesetzlichkeit der Natur, ist die Kausalfunktion der Freiheit als unbedingter Initiator des praktischen Handelns und der damit verbundenen Vorbringung von gegenständlicher Wirklichkeit. Die Wendung da heißt bei Fichte absoluter Anfänger des Seins. Für den späten Fichte ist Freiheit, wie schon vorher für Kant, kosmologisches Prinzip. Der als radikal frei und absolut spontan anzusehende Wille ist aller natürlichen Determination überhoben. Da kommen Wendungen vor bei Fichte wie keine Natur über den Willen und Prinzip aller Natur und jeden Seins. Dieser Fichte-Zitat, keine Natur und kein Sein außer durch den Willen. Die Natur ist in Fichtes praktisch-idealistischer Perspektive nicht Ursprung und Grund, sondern Resultat und Folge. Keine Natur, denn als Prinzipial. Alles Zitate aus der späten Staatslehre. Die beim späten Fichte generell und speziell in der Staatslehre vorfindliche primäre praktische Perspektive der Wissenschaftslehre nimmt die frühere Fokussierung aus den jener Jahren auf den Primat des Praktischen und die Prinzipienfunktion des Willens wieder auf. Auch die Relegation der Natur zum Materiallieferanten für freies Handeln und zur Arena sittlicher Selbstbewährung hat ihre Vorprägung beim jener Fichte. Neu ist beim späten Fichte, gegenüber der früheren Version der Wissenschaftslehre, bei praktischem Idealismus, die ultimative Fundierung der Sittengesetzgebung in einer Instanz von Letztbegründung, die den Rekurs auf immer höhere Gesetzesarten verhindern soll und die darin an die Ausführungen zum Absoluten, zu Sein und zu Gott aus der mittleren Phase Fichtes anschließt. Der Rekurs auf ein Absolutes ist beim letzten Fichte also funktional begründet, als der philosophische Versuch, den Gesetzen der Freiheit selbst Absolutheit zu initiieren, um deren Geltung vor dem epistemischen Skeptizismus, dem ethischen Relativismus und dem moralischen Nihilismus zu bewahren. In der Staatslehre, wie in den separaten späteren Darstellungen der Wissenschaftslehre, geht Fichte sogar so weit, die Einführung eines absoluten Seins, Gott, an die Denkgesetze des Verstandes zu binden. Gott selbst ist in der Erkenntnis. Um so die scheinbar absolute Realität eines Seins hinter dem Sollen doch wieder idealistisch einzuholen. Gott, das Absolute oder das Sein, erweisen sich so als Anzeichen und Ausdrucksweisen für die unbedingte Geltung des sittlichen Gesetzes. Auch hier bestätigt sich die essentielle Identität und substanzielle Übereinstimmung des späten und des frühen Fichte. Schon in der ersten Jena-Darstellung der Wissenschaftslehre hatte Fichte das Moment von Unbedingtheit in der Tätigkeit des Ich durch den Titel Absolut wiedergegeben, ohne damit eine eigene Entität, losgelöst vom transzendentalen Handeln des Ich, zu behaupten. Der späte Fichte verbindet die schon von früher her vertraute und nunmehr wieder aufgenommene praktische Prägung der Wissenschaftslehre mit deren praktischer Leistungsfähigkeit. Zwar ist die Wissenschaftslehre auch als transzendentale Theorie von Wollen und Handeln immer nur Theorie und von Wollen und Handeln selbst kategorial geschieden. Doch drängt die Wissenschaftslehre für den späten Fichte über sich selbst hinaus, vom Wissen über das Wollen zum Wollen selbst und insbesondere vom Wissen über das moralisch qualifizierte Wollen zum ungemessenen Handeln. Ein sittliches Leben. Der späte Fichte fasst den Schritt von der philosophisch begründeten Theorie zur danach bestimmten Praxis als Übergang von der Wissenschaft zur Weisheit und sieht im Selbstüberstieg der Wissenschaftslehre zur Weisheitslehre, Ausdruck kommt bei Fichte dann vor, die Vollendung der Philosophie im Leben. Die vollendete Philosophie ist für den Fichte der Staatslehre, generell der späten Wissenschaftslehre, die angewendete. Genau genommen liegt die Anwendung der Philosophie also außerhalb der Philosophie selbst. Als Angewendete ist die Philosophie nicht mehr Philosophie, sondern Leben. Idealiter von der Philosophie bestimmtes Leben. Nach der Auffassung des späten Fichte, der darin an eigene frühere Vorstellungen anschließt, ist das vom philosophischen Wissen und dessen praktischer Weisheit geprägte Leben das ethisch gestaltete Leben. Doch kann die Philosophie, auch als zur Weisheitslehre gewandte Wissenschaftslehre, ihre ethische Anwendung nicht einfach vorschreiben oder per Dekret vornehmen. Vielmehr muss die Anwendung der Philosophie je individuell und in je eigener Initiative erfolgen. Der Modus philosophischer Instruktion im Allgemeinen und praktischer Erziehung im Besonderen ist für Fichte seit seinen jener Anfängen der Appell an die je eigene Freiheit und Verantwortung. Doch entwickelt Fichte in der späten Staatslehre zusätzlich noch eine Konzeption von praktischer, angewendeter Philosophie, die der Philosophie selbst und als solcher eine Domäne von Anwendung initiiert. Die angewendete Philosophie der späten Staatslehre ist auch Philosophie über Anwendung. Philosophische Reflexion auf die Bedingungen, unter denen die vitale Verwirklichung des praktischen Wissens in Gestalt des sittlichen Lebens gelingen kann.
oder vielmehr allererst möglich ist. Es ist die zentrale These des späten Fichte, später in der Staatslehre, dass sittliches Leben, gelebte Sittlichkeit, eines gesellschaftlichen Rahmens bedarf, innerhalb dessen allererst effektiv ethisch gelebt und das heißt vor allem ethisch gehandelt werden kann. Der Staatslehre als angewendeter Philosophie ist es nun nicht, um die allgemeingültigen, ganz generellen Prinzipien der Sittlichkeit zu tun, die Gegenstand einer eigens aufgestellten Ethik, Sittenlehre im engeren Sinne sind. Vielmehr geht es ihr, Staatslehre im Unterschied zur Sittenlehre, um die konkreten, historisch-spezifischen Bedingungen, unter denen ethisches Handeln nach den strengen Maßgaben von Fichtes ethischem Idealismus faktisch zustande kommen kann. Der generale Rahmen für mögliche Sittlichkeit ist für Fichte die Herrschaft des Rechts, als einer politisch durchgesetzten Gesellschaftsordnung, die den Einzelnen so im Verhältnis zu seinesgleichen positioniert, dass der Raum für Freiheit und speziell für freies ethisches Wollen und Tun erhalten bleibt. In der Durchführung ist Fichtes Staatslehre deshalb eine politische Philosophie der historischen Entwicklung von Recht als Prinzip und von Rechten als dessen Ausgestaltung. Fichtes besonderes Augenmerk gilt dabei der theoretischen Errungenschaft und der praktischen Verwirklichung von Gleichheit im Hinblick auf Recht und Rechte im Laufe der Geschichte. In juridischer Perspektive führt der Gang der Geschichte in der Analyse Fichtes zu einer doppelten gesellschaftlichen Gleichheit. Zunächst der gleichen Teilhabe aller an der rechtlichen Regelung des gesellschaftlichen Lebens, Gleichheit des Rechts, und dann, weiteren Schritt, zur Teilhabe aller an den gleichen Rechten, Gleichheit der Rechte. In der politischen Geschichtsphilosophie der Staatslehre ist die freiheitliche Zusammenführung von Rechtlichkeit und Gleichheit aber kein Selbstzweck und nicht schon das Endziel geschichtlicher Entwicklung. Die vernünftig verbreitete Herrschaft des Rechts, das Reich des Rechts, das Rechtsreich, wie er das auch nennt, liefert ihrerseits erst die gesamtgesellschaftliche Grundlage für die massive Moralisierung und die extensive Ethisierung individueller und transindividueller menschlicher Existenz. Die generelle Freiheit von Recht und Gewalt, von Unrecht und Gewalt, befähigt und befördert für Fichte die Möglichkeit der genuinen ethischen Selbstvervollkommnung des Menschen. Den präzisen Punkt für den Übergang von rechtlicher Regelung zu ethischer Einstellung lokalisiert der späte Fichte beim endlichen Absterben des Staates als Institution äußeren Rechtszwangs. Auch das ist ein Thema, das aus der Jena ja schon bekannt ist. Die zunehmende Einsicht der politisch gebildeten und zivisch gesinnten Bürger in den freiheitlichen Sinn und Zweck von juridischem Recht und politischer Ordnung führt zu Fichte zur Verbreitung freiwilligen Rechtums aus zivischer Überzeugung und damit zum faktischen Verzicht auf die Instrumente rechtlichen Zwangs, sanktionierte Gewalt, Strafe. Doch vermeidet der späte Fichte, der auch darin an sein Jenaer Frühwerk anschließt, die Konfusion von Recht und Moral, der Bedeutung von Ethik ist, in der Perspektive auf den sich selbst aufhebenden Staat, die den Staat als Zwangsanstalt erübrigende allgemeine Rechtsgesinnung betrifft weiterhin das äußere rechtskonforme Handeln unter Ausschluss rein ethischer Motivation. Erst auf der Grundlage des freiwillig rechtlich befriedeten staatsbürgerlichen Zustandes kann jene zusätzliche Transformation zustande kommen, die jenseits des rein rechtlichen Gemeinwesens ein ethisches Gemeinwesen entstehen lässt. Ähnlich hatte schon Kant in seiner späten Revisionsschrift zwischen der streng rechtlich geregelten bürgerlichen Gesellschaft, Staat, und dem ethischen bürgerlichen Gemeinwesen, wie er das genannt hat, Vulgo, Kirche, unterschieden. Und dabei die Tugendrepublik als global und den Rechtsstaat als territorial ausgewiesen. Der späte Fichte und der späte Kant teilen die der europäischen Aufklärung verpflichtete institutionelle und prinzipielle Trennung von Staat und Religion sowie von Recht und Moral. Auch wenn beide die separaten Geltungssphären des Juridischen und des Ethischen in einen gewissenlosen Fortschrittsverlauf integrieren, der von der Äußerlichkeit des Rechts zur Innerlichkeit der Ethik führen soll. Speziell im Hinblick auf Fichte ist festzuhalten, dass die systematische Behandlung der Anwendung der Philosophie auf die Sphären von Recht und Ethik in eine praktische Philosophie mündet, die dem kritischen Gedanken verpflichtet bleibt. Ganz so wie die Wissenschaftslehre in ihren späten Darstellungen nicht zu Metaphysik und Mystik mutiert, piccola differenza, degeneriert auch Fichtes späte Rechts- und Sittenlehre nicht in politische Romantik und ethischen Sozialismus. Muchas gracias, profesor, por la exposición que nos ha llevado a traer todo Fichte, todos los temas y todas las épocas. Y
Y ahora abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Emilia. ¿Puedo preguntar en español? No. Perfecto. In English. English would be best. Yeah, sorry. Yeah. First of all, thank you very much for such a wonderful lecture. As Jimena said, commenting all the different periods, so to say, the different versions of the Schaffleva and topics, and trying to give also a kind of new systematic of the whole of his work. The first thing I would like to know, the only thing, I'm going to take only one. You were talking about the content of the Wissenschaftlehrer, and talking about the different ideas or topics that in each period, so to say, the most important are. But then I wonder, what about the Darstellungen, the way of exposing? Can we, as you did it with the content, can we also find a kind of dynamic of variations and at the same time a kind of constant motif? And I was thinking, and this is only a kind of proposal, I would like to know what you think of this. I was thinking of a film of Woody Allen, Selig, if I am not wrong. And then Fichte is dealing with Kant, and he writes the Versuch einer Kritik der Offenbarung. And then later with Reinhold, and he writes like Reinhold. Then he has a discussion with Schiller, and we find in the Philosophie der Freien Maurerei, eigentlich, actually, the sex brief back. And then he deals with he deals with Spinoza and Schelling, and he uses actually, he mimeticizes, so to say, with the opponent. I would like to know what do you think about this? Yeah. Thank you very much. Thank you for the question. It brings us back to the discussion we had when Eve talked about the irony in Fichte and the concept that, in my understanding, might be the systematic equivalent of that is that of assimilation. The idea is that as an author interested in conveying a very demanding and complex thought, Fichte needs to avail himself of existing modes of discourse, concepts and terms that are understood in the discussion and that will be able to convey his thinking. And as these terms and notions shift over time in a very dynamic discussion from the immediate post-Kantian period to very much toward the second decade of the 19th century, Fichte himself has to change this vocabulary. This doesn't exhaust the reason for why he changes it, but it explains why the changes that he makes also involve major conceptual changes that foreground one term now, another term later, in a trajectory that can be mapped onto the overall developmental course of German idealism from its early post-Kantian beginnings through its formation around 1800, through the consolidation phases, then already in the first and second decade of the 20th century. And I use the term assimilation for that, so that I describe it in functional terms. I try to stay relatively value neutral with it and make it a strategy rather than a ruse or something that involves this notion of irony. But that's a matter of almost of taste and appreciation. I think the phenomena we're describing here is very much the same. Thank you. Ja, danke für den schönen Vortrag. Ich habe eigentlich nur eine kleine Frage, über die ich auch eigentlich immer sehr verlegen bin. Ich habe 15 Jahre lang versucht zu streiten gegen metaphysische, ontologische, theologische, existenzialistische Interpretationen der späten Wissenschaftslehre. Und dann habe ich das aufgegeben.
Ich habe mich dann einfach gefragt, warum kann über einen solchen Autor, der das eigentlich relativ klar schreibt, solch ein Dissens entstehen? Und diese Frage würde ich jetzt gerne an dich richten. Also gibt es da vielleicht doch einen Grund in Fichte selber, der zu einer solchen, ja, doch sehr dichotomen Situation bei Interpreten führt? Shall I answer in English? That might be more helpful, or? Yes, I would compare major philosophical authors in a sense, not in an inclusive sense and not by reducing them, to artists that leave us with works of art that are in need of interpretation. And one way of interpreting works of art is to use them as mirrors, so that they are as much a reflection of ourselves and our way of thinking about things as they are about these authors. So there's always a tendency in dealing with artificial, artistic objects, and in that sense I would include philosophical texts of a certain quality and significance among those objects, that it's not just studied in a detached mode for itself, but it's put into a much more individualized personal context that needn't be individual to a person in question, but it can be individual to a philosophical situation, to a political, social, cultural context. And that explains very much how you have different ways of interpreting Shakespeare or Goethe across time, and in an analogous way, how a work like Fichte's would be interpreted. You can really track the history of philosophy since Fichte by seeing how he was recuperated and included. So that at the time of neo-Kantianism, the neo-Fichtianism is a neo-Kantianism. At the time of anthropological thinking, it's the other Fichte. At the time of existentialism, it's yet another one. Phenomenology, it's yet another one. And you can almost, in a timeline, have a parallelism of interpretations of Fichte in that perspective. And we have reached now a certain level of, I would say, scholarly saturation that is much also enforced or facilitated by the availability of the complete edition that puts those who want to put in the time and energy into the situation of providing themselves with a very comprehensive picture. And that changes the reception and perception of an author, because now you very much read the author internally within the complexities of his own system, and not only externally in relation to the perspective that you as a reader might bring to it. So that would be my general, almost hermeneutical answer to what you're rightly pointing out is a major strange fact about Fichte. But in a sense also about other authors. You could say the same about Plato as Red and others. Maybe not too much. Thank you. We have one more from Marco. Peut-être que je vais la poser en français. Oui, peut-être. C'est sur la Staatslehre, et sur la signification de Anwendung. Il est en situation historique particulière quand il fait ses conférences. Et de la dimension des Autors, donc les exhortations. Vous avez rappelé dans le dispositif. Je me demande si on peut, je vous demande si on ne pourrait pas comprendre ces conférences de la Staatslehre comme une sorte de contre-appel qui s'accompagne à l'appel du roi à la mobilisation populaire. Et je me réfère justement à la troisième conférence ou la deuxième conférence, quand il dit que. C'est une situation où, très rare, où la parole du gouvernement correspond à la position de la science. Je ne sais pas si vous avez en tête, c'est sous les passages sur la guerre juste, en quelque sorte. I'll answer in English then, I think that it's more language communication throughout. The very title, Vorträge verschiedenen Inhalts, Lectures of Various Content, would easily allow for that perspective, and I think it's one of the reasons why Fichte gave it. There is a clear occasional context, as in many works of Fichte's. In this case, it's even a political
almost militarily occasional context. In others, it's a more intellectual, philosophically determined context. So I have no interest in eliminating that as a possible context and an occasional situation in which these texts arise. They, however, go significantly beyond a particular context or occasion, such as this one, in that they can really function as a summary presentation that de facto then turns into a final presentation, given the further, somewhat short course of Fichte's lifespan. And it was in that perspective that I took an interest in that text, and also because it combines the topic of speculation and life, philosophy and reality, in a way that is now philosophically reflected on, articulated, through that very notion of Anwendung, and the dual aspect of Anwendung, that is both the Anwendung outside of philosophy and already philosophy's own theory of application of Anwendung in the world at right place, for example, towards ethical life. Are there any more questions? Maybe I could ask a very brief question. I found your conference very interesting in many aspects, but I would like to ask you on one, and the relation between philosophy as knowledge and its applicability also in life. So you say that philosophy as such cannot determine by itself the ethics that it involves, and you mention the importance of education and political organization. And could you, if you taking into account only the definition of, or the concept of philosophy as knowledge, then how would you relate it to this practical aspect of philosophy, given that Fichte is determined, as you say, by this primacy of the practical all his life? We had at several points already during the conference a reference to the reasons why Fichte doesn't use the term philosophy anymore, but has the coinage Wissenschaftslehre, doctrine of science, instead. And we mostly refer to it so far, saying that he wants to elevate philosophy to the status of science, so that the dilettante functionality of it that is expressed in the love of wisdom would be replaced by science, the possession of knowledge. So that's the component. But there is the other side to it, that he thinks that not only should we be more demanding and rigorous and do more in philosophy than has previously been accomplished, we should also aim at less, given what philosophy is capable of doing. It cannot make us wise. It can give us tools. It can give us cognitive means and all kinds of insight. But then there is the individual act that it takes of doing these things for oneself, intellectually and also by extension. And that's another dimension of the freedom focus that goes throughout Fichte's philosophy, that there is no indoctrination perspective, not at a theoretical and not at a practical level. Although, if you read some of his texts like Addresses of the German Nation, Closed Commercial State, you wonder how this basic commitment to freedom at that level goes together with the far-reaching social planning, economic plan that he was envisioning there. But that is, I think, the problematic point. Thank you very much. Well, if there are no more questions, then we can close. And thank you for your patience at this late point. Yes. And I think we have big occasion to thank the organizers, and especially Jimena, but also Emiliano and all the others that have helped throughout the days to make this an event of not just intellectual encounter, but also of hospitality and cordial reception. Thank you very much. Thank you so much. It was a collective effort. That we were many people were involved in this organization, so mainly our group, our research group on idealism here in Buenos Aires, was very helpful and very important for the success of these days here. So yes, thank you very much for your kind words.